Hallo Leute, ich bin Jimmy Blue Ochsenknecht und ihr schaut Freestyle Kickers. Viel Spaß. Servus, liebe Freunde. Da wir natürlich wissen, dass wir auch sehr viele jüngere Zuschauer unter euch haben, sind wir heute in München bei der Kinopremiere von Die wilden Kerle 6. Wir werden auch ein paar Szenen aus dem Film nachstellen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, jetzt wird auf jeden Fall die erste Szene nachgestellt. Also eine Szene aus dem Film, eine Szene von uns nachgestellt. Los geht's. Und die wollt ihr schlagen? Wir machen sie platt. Der Job ist noch frei. Das sehe ich. Nur unter einer Bedingung. Ich spiele auf der 9. Die 9 ist besetzt. Das ist meine Position. Dann lasst uns drum spielen. Wenn ich verliere, mache ich euch gerne den letzten Mann. Aber wenn ich gewinne... Wer zuerst trifft, der hat gewonnen. Hast du kapiert? Der das Tor schießt, ist in Zukunft die 9. Sattengrau, düstere Finsternacht. Verdammte! So Leute, wir haben jetzt gerade den Kinofilm angeschaut. Ich muss sagen, dass ein bisschen alte Erinnerungen hochkommen, weil wir, also ich und André, haben damals schon die alten Filme alle gesuchtet. Also wir haben wirklich alle gesehen. Jetzt gibt's noch die letzte Szene. Los geht's! Ihr müsst euren Füßen wie eurem Herzen vertrauen. Oh Gott! Das schlägt doch auch, ohne dass du daran denkst. Auf einmal ist es wunderschön. In einem Müll und Wunder. Denn alles plötzlich wunderschön. Was ein Wunder, wenn wilde Kerle Fußball spielen. In einem Müll und Blunder. Da muss jeder von einem bisschen. Zu guter Letzt könnt ihr jetzt noch 3x2 Kinokarten für Die wilden Kerle 6 gewinnen. Einfach einen Kommentar und das Video schreiben mit Hashtag Die wilden Kerle 6. Hier gibt es noch den Test zum Nike Magister Opera, hier unseren letzten Vlog. Abonnieren nicht vergessen und ich bin wieder raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn wilde Kerle Fußball spielen, in einem Müll und Blunder.